Das Diskmodell – Ursprünge und Entstehungsgeschichte. Heute möchte ich Ihnen ein bisschen über die Ursprünge und die Entstehungsgeschichte des Diskmodells erzählen. Wo kommt das Diskmodell her? Wer hat es entwickelt? Das Diskmodell wurde in seinen ursprünglichen Grundsätzen schon in den 1920er Jahren von einem gewissen William Moulton Marston formuliert. Dieser William Marston war Psychologe und hat ganz nebenbei bemerkt auch den Lügendetektor erfunden. William Marston interessierte sich dafür, welche Emotionen Menschen nach außen hin zeigen können. Das wollte er so greifbar wie möglich darstellen. Schnell war er in seinem Arbeiten bei dem Modell mit den 4 Segmenten, wie wir es auch heute noch kennen, angelangt. Damals nannte er seine 4 großen Hauptsegmente Dominance, Inducement, Submission und Compliance. Hier ist wieder Martin Auer von der Science Sales Academy und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu den Themenvideos der Science Sales Academy. Heute mit der Folge 66 und dem Thema Das Diskmodell – Ursprünge und Entstehungsgeschichte. So legte William Marston also schon in den 1920er Jahren, zumindest in groben Zügen und in der Theorie, die Grundlage für sein späteres Diskmodell. Wobei man sagen muss, dass bereits William Marston in allen seinen Untersuchungen und Forschungen von Beginn an großen Wert auf die praktische Seite seines Diskmodells und auf die leichte Anwendbarkeit sozusagen direkt im Leben legte. Das ist ein Grundsatz, der sich bis heute im Diskmodell wiederfindet und der auch einen großen Teil der Differenzierung des Diskmodells zu anderen Persönlichkeitsmodellen darstellt. In der Folge wurde das Diskmodell immer weiterentwickelt, angepasst, erweitert und verfeinert. Heute wird es viele Millionen Male im Jahr angewendet und wird in vielen verschiedenen Bereichen erfolgreich eingesetzt, und zwar überall da, wo erfolgreich, nachhaltig und respektvoll mit Menschen gearbeitet werden soll. In der Personalführung, im Projektmanagement, im Vertrieb und in vielen anderen Bereichen. Interessanterweise finden sich eindrucksvolle Parallelen zwischen dem Diskmodell und anderen Persönlichkeitssystemen, wie beispielsweise der Temperamentenlehre des griechischen Arztes Hippokrates. Und das war schon 400 vor Christus. Auch etwa im Yoga gibt es etwas ganz Ähnliches. Und hier ist es sogar noch älter. Heute ist das Diskmodell in einer sehr ausgereiften Form für jeden leicht verfügbar. Der persönliche Disk-Test bildet den Ausgangspunkt und die Grundlage für alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung, Sozialkompetenz und Selbstreflexion zu tun hat. Kurz gesagt für alles, was die Arbeit mit Menschen, die zwischenmenschliche Kommunikation und das Sozialverhalten betrifft. Und zwar völlig unabhängig davon, ob für den privaten oder für den beruflichen Bereich. Die Anwendung des Diskmodells wird Ihren Alltag revolutionieren. Bei mir jedenfalls hat es das getan. Also, wann starten auch Sie durch mit Ihrem eigenen persönlichen Disk-Persönlichkeitstest? Dazu einfach hier über mir klicken. Viel Spaß dabei! Wollen Sie kein neues Video mehr verpassen, dann abonnieren Sie doch einfach den Kanal der Science Sales Academy. Hier direkt über mir finden Sie den direkten Link dorthin. Sie wollen mehr zu den Themen und Seminaren der Science Sales Academy erfahren? Sie haben Fragen, Anregungen, Sie wollen diesen Beitrag kommentieren, dann empfehle ich Ihnen den Kanal der Science Sales Academy und die Blogbeiträge auf der Homepage. Oder Sie rufen mich einfach an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Homepage, science-sales-academy.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfacher, mehr verkaufen.